Und weiter geht es mit Rayman 2 The Great Escape für den N64. Und das ist der finale Part, dass wir begeben uns zum Gefangenenschiff. Wir haben die vier Masken, die Energie der vier Masken in uns. Nicht alle Lums, hier kriegen wir noch 94, aber haben alle Käfige und gucken, wir werden sehen, was noch auf uns zukommen wird. Es wird eine Menge auf uns zukommen. Klingberg empfängt einen Besucher. Ist das denn? Raymond vergiftet ihr Leben. Hier ist das Gegengift. Mit dem neuen Power Booster ist er nicht zu stoppen. Steuere ihn selbst oder benutze den Automatikmodus. Er kann zerstören, quälen, töten, an den Ohren ziehen. Seine Beine zerquetschen, fliehende Opfer. Er erledigt alles, außer der Wasch. Denke immer an den Namen des Wunders. Grolgoth. Entscheide schnell, es warten noch andere Kunden. Damit könnte ich Raymond vernichten. Ihn planieren, ihn niederschlagen, ich nehme ihn. Du wirst nicht enttäuscht sein. Hier ist das Geld, es stimmt, zählen Sie nach. Ich vertraue Ihnen. Ja, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, was da auf uns zukommen wird. Ein Lump schon mal ver... Hier ist es jetzt mir auch wirklich, ehrlich gesagt, egal, ob ich jetzt Lumps bekomme oder nicht. Ich werde hier eh noch häufig genug failen, wie man sieht, schön sehen kann. Ich habe eine riesen Energieleiste, aber ich weiß nicht, ob sie... Wahrscheinlich wäre sie noch größer, wenn ich jetzt noch alle Lumps hätte. Aber wie gesagt, bitte verzeiht mir, ist ne... Würde ich nicht mehr hinkriegen. Außerdem bin ich jetzt schon auf dieses Finale schon so fixiert. Ah, ja, kann man nicht hochklettern, okay. Und werde hier das Let's Play nach dem Part auch beenden. Kann ich mich hier informieren, ob es ein anderes Ende gibt, wenn ich alles gesammelt hätte, was es gibt. Vielleicht mache ich das dann auch. Werde ich das noch nachholen? Das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall, hier sind wir jetzt auf dem Piratenschiff, was sehr seltsam ist eigentlich so vom Aussehen her. Ich meine, Lava auf dem Piratenschiff. Nein, warum springe ich denn? Ah, man hat bei solchen Rutschbahnen, wenn man springt, sehr wenig Kontrolle über Raymond und man kann seinen Helikopter nicht benutzen. Das ist so, ich wollte abbremsen, deshalb bin ich aber in die falsche Richtung gefahren. Und ja, das hat mir dann jetzt gerade den Tod gebracht. So, man muss sich, darf sich gar nicht ablenken lassen von diesen Sachen, die hier ab und zu explodieren. Weil das sind einfach so. Das sind einfach so nicht wirklich wichtige Sachen oder irgendwie Sachen, die Strecke eigentlich verändern. Die Strecke bleibt gleich und eigentlich noch ganz einfach. Nur soll es natürlich dann verwirrend, dass, wie man sieht, wirkt an manchen Stellen bei mir sogar. So, hier, dieser Sprung. Wow. Warum springe ich nochmal? So, drei Lumps oder so übersehen. Nicht so schlimm. So, Laser ausgeschaltet. Ich habe jetzt gerade Lust auf irgendwie mal kein Gerutschen mehr. Und das war, wow, das war übelst knapp. Das hätte sowas von in die Hose gehen können. Wow. Hä? Nein, ich muss das wieder von oben machen. Verdammt. Da kann ich noch die restlichen Lums vielleicht einsammeln, wenn ich lustig bin. Nee, da hätte ich den Schalter aktivieren müssen, dann wäre eine Rampe runtergefahren und ich hätte einfach in Ruhe weiterfahren können, schlittern können, rutschen können. Da habe ich gerade versagt und deshalb hat das alles nicht funktioniert wie geplant. Na komm, einmal in die Kurve legen und schießen. Ja, geht doch. Und nochmal schießen. Wow, das war knapp. Wieder etliche Lums
gegessen. So, das ist. Oh, 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 oh. Nein. Aber bleibt der Schalter nicht aktiviert? Der hier bleibt ja aktiviert. Bleiben die anderen auch aktiviert? Das wäre dann ja doch einfacher. Na, 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 na. Nein. Oh Gott. So spät abgesprungen. Komm schon. Jetzt machen wir es aber mal richtig hier. Und fahr mal ein bisschen schneller. Ich will das hinter mich bringen. Außerdem will ich diese Musik nicht mehr hören. Die geht mir irgendwie nämlich gerade auf den Geist. Zu früh gesprungen. So. Jetzt lerne ich gleich nochmal was über Timing. Ich glaube, ich muss erst an der Kante abspringen. Das eine Mal habe ich, wo ich gesagt habe, ich wäre zu spät abgesprungen, nicht auch zu früh abgesprungen. Komm, diesmal schaffen wir es aber. Und zack. Was mache ich falsch? Darf ich gar nicht springen? War das so? Ich darf doch springen, oder nicht? Na, springen wir jetzt einfach mal nicht. Und gucken, was passiert. Tatsache, ich komme da doch besser rüber, als ich dachte. Den Lumen übersehe ich jetzt einfach mal ganz frech. Frech. Ganz gekonnt. Hier komme ich jetzt auch her durch. So, den kann ich mir noch schnappen. Und zepp. Wow. Und jetzt geht's einmal hier nochmal rum. Einfach für die Lumps. Na, das war dumm. Oh Gott, da habt ihr es. Das wird so zum Schluss nochmal richtig schön failen. Das war richtig schlecht. Und ich hätte nicht mal springen dürfen. Ich dachte aber, ich könnte in die Mitte springen. Aber ja, so einfache, wie soll man sagen, Gesetze, so physische Gesetze. So wie, das war ja gerade dann, das wäre dann ja sowas wie Zentrifugalkraft gewesen, die mich dann nach draußen schleudert und ist halt gerade passiert und ich habe das irgendwie aber nicht bedacht, dass ich dann, wenn ich im Kreis fahre, dann noch nach draußen fliege. Nicht gerade schlau von mir. Wow. Und das war knapp. Das ist knapp. Das wird knapp gewesen sein, nämlich jetzt gehe ich genau in die Mitte. Jetzt könnt ihr mich alle mal. So. Ist das jetzt schon, was ich denke, was es ist? Oh. Kacke. Oh je. Ist hier irgendwo ein Schalter? Ich habe Respekt vor dem, was jetzt kommen könnte. Ich habe tierischen Respekt hier vor. Kurz einen Schnitt zwischendurch. Und um mich auch erstmal hier so genau abzuschauen, wo ich jetzt genau hin muss. So. Erstmal schnappe ich mir die Sachen, die hier so unten liegen. Wo? Stimmt, die war nervig. Ah, ich brauche ein größeres. Ja, genau. Ich brauche hier einen größeren. Wo ist der Typ hin? Ah, der beamt sich von der einen Seite des einen Stelle zur anderen und ist damit extrem nervig. Aber er scheint immer an der gleichen Stelle, wie es aussieht. Und so, ich habe ihn irgendwo getroffen.
Ah, dafür wären wahrscheinlich die Fäuste ganz gut gewesen. So, ich muss aufpassen, dass er mich nicht aufschlitzt. Nämlich dann ist, bin ich ja K.O. Das wäre dann. Also ein Flammenwerfer ist extrem OP. Sollte mal genervt werden. Natürlich habe ich ihn aber. Und wehe, der bringt kein. Nicht viel Leben zurück. Na toll. Nur noch die Hälfte. Über mir sind diese Stacheln, die sollte ich bestimmt. Soll ich bestimmt jetzt nicht reinspringen? Ich überlege mir gerade, wie ich eventuell an die Fäuste da komme. Nehme ich die da. Deswegen ist halt doch einfacher. So, und dann wieder zurück. Eine Sache wollte ich nämlich nochmal nachgucken. Nämlich genau diese hier. Hier ist irgendwie ein Lumm. Aber nicht nur da. So knapp über mir ist auch noch einer. Und ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ich will ihn aber gerne haben. Um ehrlich zu sein. Weil ich jetzt nochmal hoffe, durch irgendwie eine bestimmte Anzahl an Lumps nochmal volles Leben zu bekommen. Nee. Das wäre Selbstmord, wenn ich jetzt da reinspringen würde irgendwie. Na, also gehen wir hier weiter nach. Was hat der Schalter jetzt eigentlich gebracht? Und mir fehlt jetzt gerade ein bisschen Musik. Jetzt alles gerade so ruhig. So. Sag bloß, der Schalter hat das aktiviert, was ich denke, was er aktiviert hat. Na komm. Unser neuer Freund. Unser neuer Freund. Es ist brutal. Es wird brutal. Und abspringen, abspringen, abspringen. Kann ich nicht abspringen? So, und drauf da. Ich überlege gerade, wie ich genau den Schalter da aktivieren soll. Ah, einfach so, okay. Ah, ausgleichen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ach du Scheiße. Ich muss. Ja, jetzt kommt das hier. Ah, das hatten wir schon einmal mit diesem. Nein, nicht alt hatten wir nicht schon einmal. So was ähnliches hatten wir mit diesem Stuhl, der auf dem Laser gefahren ist, dass wir so Sachen ausweichen mussten. Hier ist das nicht genauso also nur ähnlich. Weil wir hier, auch noch selber fliegen müssen. Wow. Wow. Und hier werden wir jetzt auch noch abgeschossen. So, immer in Bewegung bleiben. Bloß nicht die gerade Linie annehmen. Wow. Schaffe ich das? Oh. Ich hasse das. Komm rein, nutzloser Wurm! Raymond hat die vierte Maske und er ist auf dem Schiff. Du hast wieder versagt. Ich habe dich gewarnt, oder? Mal sehen, wie gut du in flüssiger Lava schwimmst. Und ansonsten erledige ich das kleine Problem selbst. Mach, Groll, Gott, fertig. Ich weiß, wie ich Raymond locke. Oder wo ich ihn finde. Was hat er gesagt? Ah, doch, locke dürfte das sein. Ah.
Der ist doch ein bisschen größer. Sieht ein wenig aus wie Blitzcrank. Wer Legion of Legends spielt, weiß, wovon ich spreche. Oh, das wird jetzt nicht gerade nett. Oh je. Ihr seid hier für alle Ewigkeit. Hä? Bist du okay, Glowax? Ich werde es schaffen. Geh jetzt. So. Ich mache hier doch nochmal zwischendurch einen kleinen Schnitt für wegen der Synchronität. Also kurz gesagt, damit es nicht asynchron wird. Aber es geht jetzt zum Kampf. So, und das System hier ist noch einfach. Er schießt diese Kugeln. Und wir schießen die, können die dann zurückschießen. Und dann, wenn er am Boden liegt, können wir, glaube ich, noch drauf schießen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wow! Wow! Und bloß nicht von ihm treffen lassen. Aua. So, am besten muss man immer in die sehr stark in die linke, auf die linke Seite schießen, also diese Kugeln, damit die dann halt auch treffen können. Das macht man jetzt sehr oft. Wow. Wohin läuft er? Hat mich nicht getroffen. Sehr schön. So, und zack, 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 zack. Was? Fängt das jetzt schon an? Ist das ein Ernst? Nein, oder? Jetzt hab ich dich! Bäm, und er stürzt ein. Leute, jetzt kommt der wohl schwierigste Part in diesem Bossfight. Lee hilft uns. Hab keine Angst, Raymond, ich bin hier. Und sie rettet uns, so dass wir nicht abstürzen können und in die Lava fallen. Wow! So, jetzt sind wir noch der Annahme, dass Klingenbart in die Lava gefallen ist und wir hier versuchen jetzt wegzufliegen mit Hilfe dieses fliegenden Pferd. Was sich freut, uns zu sehen. Finde ich ja auch niedlich. Na? Na, was hast du zu sagen? Bravo, Raymond, du warst sensationell. Klingenbart ist fast geschlagen. Das, durch dich ist die Hoffnung in unsere Herzen zurückgekehrt. Da hörte das fast geschlagen. Die Sklaven haben die Ketten gesprengt und sind geflohen. Zu Lande hat Polokos alle Robopiraten erledigt. Vernichte die Klingenbart, dann ist der Sieg geschafft. Dieses erst fast geschlagen, das muss man sich nochmal denken. Weil es wird jetzt nämlich nochmal richtig schön schwierig. Er ist dort noch und wir bekämpfen ihn jetzt nochmal hier unter See, sag ich schon, in nicht gerade großer. Ja. Wow. Wir haben hier nicht so viel Spielraum. Das ist so das erste Problem, finde ich. Dann müssen wir diese blinkenden Teile finden. Das sind Kugeln, der wir in der Lage sind, dann ihn abzuschießen. Und das machen wir ein paar Mal. Dann fällt er nämlich in die Lava. Ich glaube, das ist blöd. Ja. Das müssen wir nochmal machen. Dann fällt er in die Lava und verliert Energie. Oder wir können ja noch dort. Nee, drauf schießen können wir dann nicht mehr. Nur natürlich lässt er sich das nicht gefallen. Nämlich, das wäre dann ja zu einfach.
Das wäre denn ja viel zu einfach. Wenn er sich das dann auch noch gefallen lassen würde. Wieso erscheint jetzt hier gerade keiner mehr? Jetzt kriegen wir es nämlich mit den Dingern zu tun. Zielsuchende Raketen sind für uns sehr gefährlich. Die müssen wir irgendwie immer ablenken, das ist natürlich klar. Und er ist dann auch so, dass die auch andauernd uns nachverfolgen werden. Auch wenn wir vielleicht denken, ja, jetzt haben wir sie endlich mal abgehängt. Es ist nicht der Fall. Er schießt, also es ist für den Moment der Fall. Gott. Einmal rum und mitnehmen. Sehr schön. Im Moment ist es der Wow! Fall, aber nicht für lange. So. Wäre es nicht schlecht, wenn ich die irgendwie abgelenkt bekomme. Oh nein, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Abgelenkt bekomme. Und hier nicht zu sterben nach all den Attacken. Ist richtig schwierig. Ich bin gespannt, wie lange ich hierfür brauchen werde. Ich habe als Kind dann da, glaube ich, mehrere Stunden dran gesessen und dann zwischendurch einfach mal aufgegeben. Und zack, 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 zack. Das macht auch nochmal schön Schaden. Wenn ich danach auf ihn schieße. So, und das Ding auch wieder geholt. Und zack. Ne, und zack, und zack. Und zack, 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 zack. Und wow. Gucken, dass man hier irgendwie die Kurve kriegt. Arsch. Ich muss mich ganz kurz anders hier positionieren. Ich liege zur Hälfte irgendwie ganz dumm hier. Entschuldigung. Nee, aber ich habe es mir gerade gemütlich gemacht. Deshalb. Naja. Sieht das alles vielleicht nicht gerade ein bisschen zu relaxed. Für so ein Fight. Deshalb setze ich mich jetzt mal aufrecht hier hin und bekämpfe Klingenbart auf, ja, mit fairen Mitteln. Was heißt, dass ich versuche, was heißt, dass ich hier nicht aufrecht sitze und nicht mich irgendwie verkrampfen muss, nur um da mal eine Kurve zu fliegen. So, und zack, und zack. Und nochmal abschießen. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt, wenn man ihn dann nochmal extra abschießt. Man hat ja mehrere Schüsse mit diesen Kugeln, aber ich mach das immer. So, und diesmal ist das Ding hier nicht. Zweimal nacheinander in der gleichen Stätte, sag ich mal. So, und zack, und zack. Und da ist es diesmal wieder. Sehr schön. Nein! Nein, nein, nein. Ah, fuck. Das war knapp. Nicht einmal vom Analogstick abgerutscht. Und schon ist das passiert. So, und ist wieder zurecht. So. Eigentlich ist das insgesamt nicht so schwer. Fällt mir gerade mal so auf. Man braucht halt eine lange Konzentration. Und ich gebe zu, ich war als Kind nicht so einer, der viel Geduld aufbringen konnte. Ich habe Jump'n'Runs damals zwar gespielt und so, aber wenn es nicht gut weiterging, schnell habe ich auch schnell mal das Handtuch geworfen, wo ich jetzt heute denke, warum? Wow, wow, wow. Ich muss die Kugeln abwehren. Ich muss diese Dinger abwehren. Wow. Ich muss diese Ziele suchen. Hä? Ach, jetzt ist er weiter oben. Ich verstehe. Okay.
Jetzt rutscht er. Ich kann ihn noch schön abschießen. Sogar. Wow, richtig geraten, wo als nächstes die Kugel drin. Er drin versteckt ist. Jetzt bin ich jetzt schon so schön weit. Das darf ich jetzt nicht versagen. Er rutscht schon wieder. Jetzt darf er mich dabei nicht treffen. Das wäre dann nämlich. Ah, das macht tatsächlich nochmal schön viel Schaden. Wow. So, das so. Wow, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dürfte das schon das letzte Mal sein. Wow. Hä? Wow. Ich hab ihn erledigt, oder? Boah, das war so knapp. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Selbstzerstörung in 5, 4, 3, 2, 1. Ja. 1, 0. Und das Schiff explodiert. In 1000 Teile. Hier waren es vielleicht mehr zählbare 5 Teile. Aber. Die Musik ist schon traurig. Clarkster, Globox, Kleinling, Pologos. Das einzige, was man noch übrig hat von ihm, ist der Schuh. Der Held, der alle befreit hat, der fast alle Lums gesammelt hat, aber alle Käfige besorgte. Ist er gestorben? Der Schuh bewegt sich. Könnte es sein, dass Raymond tatsächlich überlebt hat? Naja, er hat sich das Bein gebrochen. Wie soll man das denn erzählen? Wie soll man das denn sagen? Er hat einfach seinen Fuß verloren. Ich meine, Gliedmaßen fehlen ihm ja eh. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal sagen, Ende gut, alles gut. Die Piraten wurden geschlagen. Klingenbart konnte zwar entkommen, aber wir haben ihn eine heftige Niederlage. Er ist mit einer heftigen Niederlage davon gekommen. Die muss er erstmal verdauen. Raymond, wir ehren dich heute Abend. Wie auch man das sagt. Ohne deinen Mut würde es den Feind noch geben. Wie gesagt, die Welt hat ihre Harmonie wiedergefunden. Das Herz der Welt ist wieder eins. Erhol dich, es könnte ja mal neue Kämpfe geben. Wie in den ganzen Rayman-Fortsetzungen. Wer weiß, was noch kommen wird. Ja, somit ist auch dieses Let's Play zu Ende. Habe ich lange gewartet, dass ich das Let's Play aufnehmen kann. Und hier sieht man Klingenbart eigentlich noch. Aber der ist gerade ein wenig, der ist so schwarz, den sieht man gar nicht so wirklich. Könnte noch ein Bug sein, aber wie lange ich darauf gewartet habe, dieses Spiel zu zocken. Und jetzt habe ich es einmal durchgezockt mit euch. Ich habe nicht alles geschafft zu sammeln, aber wenn ich jetzt nochmal alles nachholen würde, dann würde ich es vielleicht offline machen und dann dann zum Schluss zeigen, dann würde ich offline gucken, ob es dann wirklich ein anderes Ende gibt. Wenn nicht, lasse ich das so und sage, dass das der letzte Part ist von Rayman 2 The Great Escape. Ein geniales Spiel. Es ist einfach, das ist eines meiner Lieblingsspiele, was es damals gab für Nintendo 64. Wird doch immer das eine meiner Lieblingsspiele bleiben. Ja, total Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ich konnte dieses Spiel, was
unter den Raven-Spielen, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Aber ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ich werde mal schauen. Aber das nächste Let's Play, auch mit Raven-Fortsetzungen, wird folgen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch, ja, schönen Tag, sage ich mal so, weil ich keine Ahnung habe, wann ich das jetzt hier genau hochladen werde. Egal. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ach ja, ich lasse jetzt übrigens doch das, die Credits mal durchlaufen. Vielleicht sieht man ja noch irgendwas am Ende. Ja. Lassen wir das Ende jetzt so, wie es ist. Ich werde nicht die ganzen Credits durchspielen lassen. Also doch, jetzt schon. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.